Ball nicht gefangen und. Jetzt gibt es Abwurf. Den SV Warnemünde. Spiel wird ran und es gibt 7 Meter für den SV Warnemünde. Das ist der Torwartwechsel vom SV Grün-Weiß-Schwerin. Anna Harm jetzt für diesen 7 Meter für Sina Güdokeit. Aber trotzdem sicher verwandelt durch Laura Tack. Zweite Treffer per 7 Meter beim dritten Versuch, 18 zu 16. Und der Ball ist weg. Und jetzt kommt hier doch ein wenig Spannung auf. 18 zu 16 Ballbesitz SV Warnemünde und die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Und da setzt sie sich durch und macht das Tor. Tina Schwarze mit ihrem ersten Treffer und dem Anschlusstreffer zum 17 zu 18. Und Annika Blake bleibt da liegen. Und Annika Blake wieder auf den Beinen, es geht weiter. Noch eine kurze Unterredung hier. Trainer von Grün-Weiß-Schwerin und die Schiedsrichter. Ein Abklatschen zwischen den beiden Trainern. Und dann kann das Spiel hier weitergehen. Seppel Kriegsmann mit dem Versuch. Bleibt hängen. Und 7 Meter für den SV Grün-Weiß-Schwerin. Kai, ich verabschiede mich, ich muss meine Mannschaft vorbereiten. Ja, Steffen, viel Glück dann beim Spiel. Und wir konzentrieren uns weiter auf dieses Spiel, was ja doch deutlich an Spannung zugenommen hat. Und jetzt 7 Meter ausgeführt durch Lisa Marie Menzel. Ja! Verworfen! Der erste verworfene 7 Meter für Grün-Weiß in diesem Spiel. Und jetzt die Chance für Warnemünde hier zum Ausgleich. Eine Spannung, die so hier nicht zu erwarten war. Und wir haben noch einiges an Spielzeit. Hat sie sich nicht getraut zu werfen, war auch schlechter Winkel. Und da lässt sie den Ball fallen. Und für Grün-Weiß Möglichkeit, das Spiel etwas zu beruhigen. Skada sucht da die Lücke. Findet sie nicht.
Ballverlust. Saskia Ader dann mit dem schlechten Pass auf. Denn die Kriegsmann kriegt den Ball nicht gefangen und die Chance zum Ausgleich für den SV Warnemünde. Und den Ball gefangen von Kitty Krölle, das habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen in einem Block. Und sie macht dann auch das Tor. Ganz starke Aktion. 19 zu 17 für den SV Grünwald-Schwerin erzielt. Durch Kitty Krölle, ihr dritter Treffer in diesem Spiel. Und erneut, das war eine ganz starke Aktion. Nicht einfach den Block gestellt, sondern den Ball gefangen. Das ist, sieht man nicht so oft. Und auch bei dem Wurf von Laura Detloff. Sina Südokai am Ball. Und Ballbesitz Grün-Weiß-Schwerin. Und 7 Meter Entscheidung für Grün-Weiß-Schwerin. Jennifer Kriegsmann tritt wieder an. Und er trifft sicher. Ihr vierter Treffer per 7 Meter, ihr achter insgesamt. ...20 zu 17. Meter-Entscheidung. Für den SV Warnemünde. Laura, genannt Taco Tak, mit dem Treffer, dem zweiten, per 7 Meter. Und Saskia Harder scheitert an Anne Oldeck. Und die Chance zum Anschlusstreffer für den SV Warnemünde. Gut aufgepasst in der Abwehr und Kitty Krölle lässt den Ball fallen. Bekommt ihn dann wieder, der lange Pass nach vorne. Und es gibt Freiwurf für den SV Grünwald-Schwerin. Und 2 Minuten gegen Laura Tak. Und jetzt Auszeit genommen von Grün-Weiß-Schwerin. Ja, auf Sieg, auf Sieg, auf Sieg, das Motto des SV Grün-Weiß-Schwerin. Der Bejubelung am heutigen Tag. Und wir haben ein bisschen reingehört, was Fred seinen Mädels mitgibt. Systematisch spielen, die Angriffe durchspielen, Ansagen, die dann auch durchspielen und nicht die zufälligen Anspieler auf den Kreis. Und jetzt gestellt für Jennifer Kriegsmann, die steigt hoch, holt sich Kitty Krölle wollte sich da den Ball holen, bekommt ihn nicht und so jetzt die Chance wieder zum Anschlusstreffer für Warnemünde, die jetzt aber noch in Unterzahl spielen.
Der Ball ist weg, haben sie in der Abwehr gut gearbeitet. Und gucken. Das war gut und clever gespielt. Jennifer Kriegsmann auf Annika. Blick durch sie. An selber zu gehen, dann das Kreisanspiel, das sie völlig frei. 21 zu 18. Und genau das war das. Was der Trainer ansprach, Fred Vorfahr. Und Warnemünde scheint mir jetzt dann doch etwas müde zu sein. Aber das war hervorragend gespielt auf die Außen. Noreen Warnecke. 21-19. Freiwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Schön aus, weitergespielt und Kitty Krölle scheitert an Anne Oldak. Schlechtes Paar. Schlechter Pass und der Konter von Grün-Weiß-Schwerin. Auch da zwei Warnemünde-Spielerinnen dazwischen. Das konnte nichts werden. Und jetzt ruhiger Angriff durch Warnemünde und die Chance zum Anschlusstreffer. Oh ja, und die letzten fünf Minuten. Jetzt das Kreisanspiel. Und der Treffer durch Nadine Welter. Da hat Kitty Krolle Glück, da nicht noch zwei Minuten zu kriegen für Schubsen. 21-20. Das war ein schönes Kreisanspiel. Abgepfiffen, es gibt Freiburg für Grün-Weiß-Schwerin. Nehmen wir beim Ballfang dann doppelt gleich bei Grün-Weiß-Schwerin. Und da ist die Lücke für Jennifer Kriegsmann und da gibt es den 7 Meter.